2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Nach mehrmaligem Studium von dem Zusammenprall zwischen dem Alex Picard und dem Dan Fritsche muss ich sagen, ich sehe eigentlich kein Vergehen, das Sperry dort rechtfertigen würde. Natürlich sieht es im ersten Moment so aus, als ob es ein Check gegen den Kopf-Halsbereich wäre. Nach mehrmaligem Studium habe ich gesagt, sehe ich das aber nicht mehr. Es ist eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Fritsche schaut zurück, kriegt den Pass irgendwie in einem komischen Winkel, zieht dann auf das Goal. Dort muss er damit rechnen, dass er attackiert wird. Außerdem, wenn man den Check aus der Perspektive von rechts anschaut, also aus der Perspektive von Fritsche aus, dann sieht man, dass er den Kopf eigentlich gar nicht trifft. Ich würde sagen, mit einem Spiel ist der Picard mehr als genug bestraft. Jetzt muss er zurück auf das Eis. Der Verband sollte hier nicht eingreifen. Für mich war das keine Sperre. Gotthard hat endlich mal gezeigt, dass er mit der Brechstange etwas erreichen könnte. Man hat immer darauf gewartet, vor allem Bückhoff, Sprunger, die beiden eigentlich besten Spieler von dem Team, die mit 600.000 bis 700.000 Franken am besten entlohnt sind. Bis jetzt gegen Kloten nicht viel gezeigt. Im 5. Spiel am Schluss hat es wirklich mal so ausgesehen, als ob sie versuchen, mit der Brechstange zum Erfolg zu kommen. Das braucht es in den Playoffs einfach. Es ist eine Signalwirkung auch an ihre Mannschaftskollegen. Hey, wir stehen her und machen etwas. Jetzt müssen sie natürlich genau so weiterfahren. Kloten Flyers haben immer noch alle Vorteile in der Hand. Sie können ein lockeres Spiel durchziehen und versuchen, diese Reihe zuzumachen. Ich sage aber, es war nicht gut. Kloten hat mit viel mehr Biss und viel entschlossener den Sieg suchen, statt mit 1-0 bis am Schluss zu warten. Es ist immer wieder verrückt, was man zum Tag sieht, wenn die Situation so ist, dass irgendjemand das Gefühl hat, er müsse auch noch etwas sagen. Mehr CBL, der Verwaltungsrat Warmbrot, der anfängt reinquasseln im Matchprogramm, Trainer, Mannschaft und seinen Sportchef angreift, völlig unbedarft von Leuten, die nicht wissen, um was es geht, gilt einfach nur ein Klappenheben in diesem Fall. Der Mann ist dafür zuständig, um dem Sportchef und dem Trainer eine gute Mannschaft zur Verfügung zu stellen und nicht irgendeine Kritik zu äußern am Sportchef oder der Mannschaft. Völlig Blödsinn. 2 Minuten für Dino ist präsentiert worden von Sporttipp.